Frau Wagenknecht, man hört in letzter Zeit ja immer wieder über die Schuld der Banken und die Rolle der Banken in der aktuellen Eurokrise. Dennoch werden zwei der am stärksten betroffenen Staaten, nämlich Italien und Griechenland, von Bankern derzeit regiert. Ist den Banken in dieser Krise nicht beizukommen? Na, es werden leider nicht nur zwei Staaten von Banken regiert, sondern im Grunde wird Gesamteuropa von den Bankern, von den Ratingagenturen, von den Finanzmärkten diktiert und regiert. Und in zwei Ländern ist das jetzt besonders krass in Erscheinung getreten, indem eben gewählte Regierungen, egal wie man zu ihnen steht, also ich bin ja sicherlich nicht im Verdacht, ein Fan von Berlusconi zu sein, aber trotzdem gewählte Regierungen im Grunde geschasst werden zugunsten offener Bankerregierungen, die natürlich jetzt ohne jede Rücksicht auf Verluste die Interessen der Finanzmärkte, die Interessen der Großbanken, der Finanzmafia durchsetzen. Und das zeigt natürlich, dass das heutige System, was wir haben, mit Demokratie immer weniger vereinbar ist. Und das ist natürlich eine ganz, ganz gefährliche, ganz problematische Entwicklung. Es ist auch eine Entwicklung, die die Lebensverhältnisse in den betroffenen Ländern dramatisch verschlechtert. Das sehen wir in Griechenland. Und wenn man sich vorstellt, dass Italien jetzt diesen Weg auch gehen soll, den Griechenland schon hinter sich hat, dann muss man sagen, dann ist Europa zerstört und erledigt, wenn das tatsächlich so stattfindet. Ja, Sie und Ihre Partei, Sie fordern eine Verstaatlichung von Banken. Das hat man immer wieder gehört. Das liest sich auch im Programm. Aber ist das überhaupt eine realistische Forderung in der EU und in Zeiten der Globalisierung, eine Verstaatlichung einer Bank oder von Banken auf nationaler Ebene? Na, es finden ja schon Verstaatlichungen statt. Das ist ja noch nicht mal das besonders Revolutionäre, das zu fordern. Die Frage ist ja nur, was verstaatlicht man und mit welchen Konsequenzen? Faktisch sind diese Banken sowieso verstaatlicht in dem Sinne, dass sie alle dem Steuerzahler gehören. Also in Deutschland zum Beispiel wäre die Commerzbank, auch die Deutsche Bank, komplett pleite, wenn nicht vom Steuerzahler so viel Geld geflossen wäre. Milliarden und Abermilliarden. Wir haben ja alleine über 250 Milliarden Euro mehr an Schulden, an öffentlichen Schulden, nur durch die Bankenrettung. Das heißt, diese Banken gehören dem Steuerzahler. Nur offiziell gehören sie ihm natürlich nicht, sondern offiziell, zum Beispiel die Deutsche Bank, kann natürlich weiter Rendite machen, sie kann weiter Dividenden ausschütten, die gehen dann nur an die privaten Aktionäre, sie kann weiter Boni verteilen, währenddessen der Steuerzahler immer schön bereitsteht mit seinen Schecks, wenn es irgendwo schief läuft. Und das ist ein Konzept, was wir absolut falsch finden, dass nur sozusagen die Müllhalden verstaatlicht werden, wie die Hypo Real Estate, und bei den anderen Banken fließt das Geld sozusagen zum Nulltarif hin und es wird noch nicht mal genau hingeguckt, wann es zurückfließt oder ob es überhaupt jemals zurückfließt. Und was wir wollen, ist, dass diese Banken tatsächlich in öffentlich-rechtlichem Eigentum sind. Das würde bedeuten, dass nicht nur die Verluste, sondern auch die Gewinne sozialisiert sind. Und es würde vor allem bedeuten, dass die öffentliche Hand Einfluss auf das Geschäftsmodell nehmen kann und endlich diese ganze Zockerei, diese ganze Wetterei, diese ganzen absurden Geschäfte, die nach wie vor ja laufen und die wesentliche Ursache der letzten Finanzkrise sind, all diese Geschäfte unterbunden werden, die Banken gezwungen werden, endlich eigentlich nur noch das zu machen, was ihre Aufgabe ist, nämlich Investitionen zu finanzieren, Kredite zu geben an die Wirtschaft, an Konsumenten, an Häuslebauer und nicht sozusagen den großen Zocker zu spielen und immer neue Giftpapiere auf den Markt zu werfen. Und das ist ja das Problem, dass das nach wie vor läuft. Also Verstaatlichung auch der Gewinne, nicht nur der Verluste. Was sind die wichtigsten Forderungen, sagen wir die drei wichtigsten Forderungen darüber hinaus, die Linke inmitten dieser Eurokrise, die wir erleben hat? Also die ganz zentrale Forderung ist, dass die Staaten unabhängig werden müssen vom Terror und vom Diktat der Finanzmärkte. Und das ist das Grundproblem, weil zurzeit sind die Staaten in einer Abhängigkeitssituation, weil die Banken haben sie zwar in diese hohe Verschuldung reingeritten, aber jetzt sind sie eben, weil sie diese hohen Schulden immer refinanzieren müssen, im Grunde von den Banken in einer extremen Weise abhängig. Das heißt, die gleichen Zocker, die verantwortlich sind für wachsende Staatsverschuldung, können sich jetzt zum Richter aufspielen und den Staaten die Konditionen diktieren. Und wenn drei Ratingagenturen und fünf Investmentbanker den Daumen senken, dann bekommt ein Staat kein Geld mehr oder eben nur noch Geld zu sehr, sehr hohen Zinsen, so wie jetzt in Italien, aber zunehmend ja auch sogar in Frankreich schon, in Österreich, überall gehen die Zinsen nach oben und damit wird öffentliches Geld im Grunde immer mehr gebunden für den Zinsesdienst für Schulden. Und deswegen sagen wir, damit muss Schluss sein. Wir wollen eine öffentliche Bank in Europa, die sich direkt bei der EZB refinanziert und die direkt Kredite an die Staaten gibt, und zwar Kredite, bitteschön, zu Zinsen, die nah am Zentralbankzins liegen. Also die Europäische Zentralbank finanziert ja zurzeit die Banken mit einem Zinssatz von 1,25%. Und genau dieses Geld geben die privaten Banken dann an die Staaten weiter für 6, für 7, für 8%, machen Bombengeschäft. Und wir wollen, dass die öffentliche Bank eben ihnen dieses Geschäftsmodell verdirbt, indem sie direkt und dann eben auch für 1,5% vielleicht den Staaten Geld gibt. Damit wäre das auch
endlich wieder rational kontrollierbar, in welchem Volumen Staaten Geld bekommen und natürlich auch, zu welchen Zinsen sie es bekommen. Das wäre nicht mehr abhängig vom Rating irgendwelcher Agenturen und von den Launen der Finanzmärkte, die mal überschießen und dann wieder den Kreditstrom völlig versiegen lassen. Das sind alles Forderungen, die aber auf mehr staatliche Kontrolle lediglich abziehen. Die Linke hat ja mal die Systemfrage gestellt. Wann ist die Systemfrage denn bei Ihnen in der Programmdebatte abhanden gekommen? Die ist überhaupt nicht abhanden gekommen, sondern wir haben ja ein antikapitalistisches Programm. Wir sagen ganz klar, wir wollen den Kapitalismus überwinden, wir wollen eine neue Wirtschaftsordnung. Und die Kernfrage der neuen Wirtschaftsordnung ist die Eigentumsfrage. Und die Eigentumsfrage bei den Banken, die stellt sich ja nun in der aktuellen Auseinandersetzung ganz tagespolitisch, nämlich eben Banken nicht mehr in der Hand privater Aktionäre, nicht mehr in der Hand von Leuten, die eben Riesengewinne damit machen, dass die Banken herumzocken und entsprechend natürlich auch Druck machen, dass solche hohen Renditen eingefahren werden. Aber natürlich stellt sich die Eigentumsfrage auch in der sogenannten realen Wirtschaft, also bei großen Unternehmen, weil diese Erpressungssituation der öffentlichen Hand, die Erpressung der Politik, die Erpressung der Demokratie, die findet ja nicht nur über die Finanzmärkte statt, die findet ja durchaus bei großen Konzernen auch statt. Also wenn Konzerne ein Geschäftsvolumen haben, was viel größer ist, oft als staatliche Budgets oder sogar als das Bruttoinlandsprodukt ganzer Länder, dann ist natürlich die Politik nicht mehr souverän, sondern sie steht unter Druck und sie wird ja auch erpresst, indem Unternehmen sagen, also wenn ihr jetzt nicht die Steuern senkt, wenn ihr uns nicht unsere Pensionen gebt, dann gehen wir woanders hin. Und deswegen wollen wir auch bei den großen Unternehmen die Eigentumsfrage stellen. Wir wollen auch dort, dass die den ganzen Reichtum erarbeiten, bitteschön darüber verfügen können und nicht irgendwelche Firmenerben oder Private Equity Heuschrecken oder Hedgefonds. Und deswegen wollen wir bei Unternehmen eben eine Mischung zwischen öffentlichem und Belegschaftseigentum, aber nicht mehr privates kapitalistisches Eigentum. Aber Stichwort Unternehmen, die ins Ausland gehen. Die Probleme finden ja auf europäischer, sie finden auf internationaler Ebene statt. Wenn wir uns die Linke in Europa angucken, generell die linken Parteien, die linken Akteure, dann stoßen wir auf unglaublich unterschiedliche Positionen. Die Kommunisten in Griechenland gehen im Moment in fundamentale Opposition, fordern einen Austritt des Landes aus der Europäischen Union. Die Linke in Italien ist in einem desaströsen Zustand. Die Linke in Deutschland, ihre Partei, fordert maßgeblich mehr staatlicher Kontrolle aktuell. Weshalb ist es so schwer, hier auf europäischer Ebene eine gemeinsame Position, einen gemeinsamen Nenner zu finden? Ich glaube, so schwer wäre es gar nicht. Es gibt ja eine ganze Menge übereinstimmende Ziele, eine ganze Menge übereinstimmende Forderungen. Ich glaube, es ist mehr eine Frage, in welchen Gremien, auf welcher Ebene trifft man sich. Also auch die Europäische Linkspartei integriert nicht alle Parteien, die jetzt in Europa eben auch sehr aktiv sind, die dort auch eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig haben wir eine Fraktion im Europäischen Parlament, da sind wiederum andere Linksparteien vertreten. Und natürlich muss man gucken, wo man gemeinsame Podien findet, um sich zu koordinieren. Aber was auf jeden Fall, denke ich, klar ist, wir brauchen europaweit viel, viel mehr Widerstand, viel, viel mehr Gegenwehr. Wir brauchen sie vor allen Dingen auch in Europa, auch in Deutschland. Also wir haben ja in Italien, wir haben in Griechenland ja durchaus schon kräftigere außerparlamentarische Bewegungen. In Deutschland ist es mit Ausnahme jetzt der Occupy-Bewegung aber insgesamt doch noch viel zu ruhig. Und ich glaube, dass wir auch gerade als deutsche Linke da auch noch ein bisschen was lernen können und auch vor allen Dingen als diejenigen, die in Deutschland beschäftigt sind, die jetzt darunter leiden müssen, welche Politik stattfindet, dass wir da auch gucken müssen, was machen eigentlich andere europäische Länder, wie wehren sich dort die Beschäftigten? Und ein ganz wichtiges Mittel des Sich-Wehrens ist zum Beispiel der politische Streik. Vielfach erprobt in Italien, in Frankreich, auch in Griechenland natürlich als Notwehr. Ihnen bleibt ja gar nichts anderes übrig. Und ich glaube, dass solche Mittel des Kampfes, des Drucks, der Auseinandersetzung ganz dringend auch in Deutschland zur Normalität werden müssen, dass Gewerkschaften auch wirklich, weil ohne Gewerkschaften gibt es keinen politischen Streik, dass man mit den Gewerkschaften gemeinsam solche Kampfmittel auch wirklich erprobt und damit auch einen Druck auf die deutsche Regierung ausübt, die nun jetzt in Europa wirklich eine verheerende Rolle spielt, weil sie ja gerade diejenige ist, die auch orchestriert, dass den Ländern überall massive Sozialkürzungen diktiert werden, dass die Renten überall gekürzt werden, dass die sozialen Leistungen zusammengestrichen werden. Da ist ja die deutsche Regierung überall mitbeteiligt und einer der Hauptakteure, die das alles vorantreiben. Sie treten ja für das Konzept eines kreativen Sozialismus ein. Was ist denn der Unterschied zwischen einem kreativen Sozialismus und einem gebändigten Kapitalismus? Der Unterschied ist im Kern die Frage, wem die Wirtschaft gehört. Ob wir eine Wirtschaft haben, die kapitalistisch organisiert ist und lediglich Regeln unterliegt. Das wäre immer noch besser als das, was wir heute haben. Heute haben wir eine kapitalistische Wirtschaft, deren Regeln zunehmend abgebaut wurden und wo im Grunde
ja, gerade auch auf dem Arbeitsmarkt durch Deregulierung, auf den Finanzmärkten durch Deregulierung im Grunde Tür und Tor geöffnet wurde für völlig hemmungslose Renditegier. Aber ein demokratischer, ein kreativer Sozialismus ist natürlich mehr als ein regulierter Kapitalismus, weil es eben darum geht, dass man nicht nur einer kapitalistischen Wirtschaft Regeln aufzwingt, sondern dass man tatsächlich die Wirtschaftsordnung verändert, indem man das Eigentum an den großen Unternehmen, an den Banken, an Grund und Boden, zumindest soweit es um große Immobilien, um große Naturschätze, große Reichtümer geht, dieses Eigentum verändert und dieses Eigentum denen gibt, auf deren Leistung, auf deren Arbeit im Grunde ja auch dieser ganze Reichtum letztlich beruht. Das heißt, entweder der Gemeinschaft insgesamt, das denke ich ist wichtig bei Dingen, die fürs Allgemeinwohl zentral sind, oder eben den Beschäftigten des betreffenden Unternehmens. Diese Debatten, die werden vor allem in den letzten Jahren in Lateinamerika geführt, in Bolivien, in Venezuela, also die Debatten über das Eigentum von Bodenschätzen beispielsweise. Inwiefern kann die Linke davon lernen und inwiefern ist die Linke in Deutschland bereit, von diesen Erfahrungen der vergangenen Jahre in Lateinamerika zu lernen? Ja, zumindest finde ich, muss man sie erstmal zur Kenntnis nehmen und diskutieren als einen wichtigen Beitrag. Natürlich sind die Bedingungen auch anders. Also ein Land wie Venezuela mit einem unglaublichen Ölreichtum, dort steht und fällt fast alles mit der Frage, wer verfügt über die Öleinnahmen. Das ist natürlich in Deutschland ein bisschen anders, weil wir einfach nicht ein hauptsächlich auf Rohstoffproduktion beruhendes Land sind, sondern eins hauptsächlich auf Industrie und Dienstleistungen, inzwischen natürlich auch Finanzsektor. Aber ich finde es zumindest hochspannend, was in Venezuela passiert. Natürlich muss man auch nicht alles jetzt sozusagen meinen, dass es auf Deutschland oder Europa übertragbar ist. Also ich denke mal an die Rolle auch des Militärs in Venezuela. Das wäre jetzt nicht das, was ich mir für Deutschland unbedingt wünschen würde. Das ist sicherlich eine andere Tradition, das sind andere Bedingungen. Aber andere Fragen, zum Beispiel auch die Rolle direkter Demokratie, bestimmte Dinge, die auch in der Verfassungsdiskussion in Venezuela eine wichtige Rolle damals gespielt haben. Auch in Bolivien wird ja immer wieder versucht, auch über direkte demokratische Einflussnahme einfach bestimmte progressive Entwicklungen voranzutreiben. Das finde ich ganz spannend. Oder eben zum Beispiel auch, dass man in eine Verfassung ja reinschreiben kann, dass bestimmte Bereiche nicht privatisiert werden dürfen, dass dort einfach die öffentliche Hand dominieren muss. Das wären Dinge, die könnte man durchaus in Deutschland in Weiterentwicklung des Grundgesetzes und sogar in Übereinstimmung mit vielen Länderverfassungen, da steht das nämlich sogar, auch hier sozusagen zu einem Verfassungsgrundsatz erheben. Oder wenn man ganz sozusagen ganz optimistisch ist, könnte man natürlich auch sagen, Europa könnte sich natürlich, statt sich immer wieder neoliberale Verträge zu geben, die dann den freien Kapitalverkehr sichern und den Steuerwettbewerb, den Dumpingwettbewerb, könnte natürlich Europa sich auch Verträge geben, die einfach bestimmte soziale Leistungen sicherstellen oder eben bestimmte Bereiche aus der Privatisierung definitiv herausnehmen. Also das wäre natürlich ein ganz anderes Europa, wenn man ein solches neues Vertragswerk schaffen würde. Und ein besseres Europa, selbstverständlich. Vielen Dank, Sarah Wanknecht, fürs Interview.